Frank sieht man für E-Learning Journal live von der LearnTech 2011 in Karlsruhe. Ja, wir sind jetzt am dritten Tag der LearnTech, also den letzten Veranstaltungstag für dieses Jahr. Die LearnTech im Jahr 1 nach Beck und Sommer neigt sich heute Nachmittag dem Ende zu. Aber wir haben noch einige sehr spannende Projekte für Sie gefunden, über die wir berichten möchten. Ich bin in den letzten zwei Tagen häufig gefragt worden, was sind denn die großen Trends der LearnTech? Also welche Methoden der Einbeziehung digitaler Medien in den Bildungs- und Wissensprozess sind ganz top? Ein ganz großes Thema ist sicher Webinare. Und da stellen wir Ihnen nun ein Start-up-Unternehmen vor, das fit für die Zukunft ist und ein ganz spannendes Konzept hat. Ich bin zu Gast bei EduDip beim Geschäftsführer Herrn Kemper. Schönen guten Tag, Herr Kemper. Herr Siegmann, freut mich. Herr Kemper, Sie sind ein Start-up-Unternehmen, das hat die LearnTech ja auch ganz groß dran geschrieben, dass alle zur Hilfe eilen, dass das Business ins Rollen kommt. Ja. Aber ihr habt ja auch ein ganz innovatives Feld euch erarbeitet. Richtig. Wofür steht EduDip? Seit wann gibt es das? EduDip steht für Live-Online-Seminare. Wir scheuen so ein bisschen den Ausdruck Webinare, weil der ist zwar hier auf der LearnTech stets bekannt, aber wenn man Normalsterbliche, die mit dem E-Learning nichts zu tun haben, fragt, ist das Thema Webinare noch nicht bekannt. Deswegen, ich finde den Ausdruck auch selber nicht ganz so angenehm. Deswegen reden wir über Live-Online-Seminare und wir stehen für eine sehr einfach zu bedienende Plattform, auf der Live-Online-Seminare einfach durchgeführt werden können und auch, dass man dort dran teilnehmen kann. Ja. Und wie funktioniert das Ganze? Wir haben ja hier ein Display im Hintergrund, da sieht man ja auch schon etwas. Was habt ihr euch da ausgeknobelt? Es gibt einmal einen öffentlichen Marktplatz. Dort können Trainer, Coaches, jeder, der Online-Seminare einstellen möchte, dort diese einfach platzieren, vermarkten, von kostenlos bis kostenpflichtig anbieten. Und Teilnehmer klinken sich dann einfach ein und können dann direkt dann auf der Plattform auch daran teilnehmen. Das Ganze ist, wie man hier auch sofort sieht, ist eine Flash-Applikation. Ganz einfach ohne Installation betreten den Raum und können dann direkt dann via Video und Voice-over-IP, also Headset, dann Inhalte miteinander austauschen. Wer gehört für euch alles zur potenziellen Zielgruppe, der das alles nutzen soll? Das sind sehr viele. Also unser Hauptklientel derzeit auf dem Marktplatz sind, wie gesagt, professionelle Anbieter wie Trainer, Coaches, wie auf dem Stand hier gegenüber. Da sind wir auch schon sofort nach einem Monat Servicepartner vom Trainertreffen Deutschland geworden, weil dort halt mit bis zu 600 Trainern dort gesagt wurde, wow, ist eine einfach zu bedienende Plattform, das möchten wir auch gerne nutzen, um unsere Präsenzseminare online auf unseren Marktplatz einzustellen. Aber bei uns auf der Plattform gibt es mittlerweile jetzt auch Lehrer, die dort Abikurse anbieten, vorbereitende Abikurse. Und dann haben wir unser Angebot noch erweitert, dass diese Technologie, die wir auf unserem Marktplatz anbieten, jetzt auch für Unternehmen genutzt wird, für interne Kunden- und Mitarbeiterschulungen. Also sehr groß. Also es ist wirklich schwer zu sagen, dass wir nur eine Zielgruppe haben. Also es sind echt viele, verdammt viele. Manchmal ist die Handhabung der Einbeziehung digitaler Medien im Bildungsprozess ganz einfach und manchmal ist es sehr kompliziert. Wie ist es denn bei euch? Ganz einfach, verdammt einfach. Gut, das ist erstmal eine Tatsachenbehauptung. Ja. Gehen wir mal ganz nah ran. Ich bin jetzt ein Coach, der jetzt bei euch sich listet. Okay. Was muss ich dann genau tun? Einfach nur auf unsere Webseite gehen, auf www.edudip.com, registrieren. Das Ganze ist kostenlos. Man muss im nächsten Schritt einfach nur sagen, man möchte Seminare anbieten. Man klickt sofort auf neues Seminar und gibt die Eckdaten zu seinem Seminar an, sagt, wann das Ganze starten soll und los geht's, kostenlos. Das hört sich wirklich einfach an. Wenn das jetzt nicht kostenlos ist, Sie sagten ja, das Geschäftsmodell ist halt, dass man hier verschiedene Wege gehen kann. Genau. Ich weiß ja auch, dass ihr das in Kasso zum Beispiel übernimmt, richtig, wenn es halt gewünscht wird. Wie kann denn der Teilnehmer, der Lerner dann mit der Plattform umgehen? Das sieht so aus, dass der Lerner, der sucht halt entsprechend seine Seminare aus oder wird von den Trainern angeschrieben, eingeladen und er bucht sich entsprechend dann in das Seminar ein. Und das kann halt entweder kostenlos oder kostenpflichtig sein. In dem Fall, dass es kostenpflichtig ist, wie gesagt, übernehmen wir das Inkasso und sorgen dann halt für einen reibungslosen Ablauf. Wenn man ein Start-up-Unternehmen ist, dann muss man natürlich den Euro immer dreimal umdrehen und muss immer ganz genau gucken, dass jede Maßnahme wirklich ins Schwarze trifft, weil man natürlich gerne halt aus seinen Guthabenkonten arbeiten möchte und nicht jede Woche die Bank neu zu überreden mit einem neuen Businessplan. Ja. Wie ist es denn für euch jetzt hier auf der LearnTech gelaufen? Wir sind jetzt hier am dritten Tag der LearnTech.
Also am Anfang, muss ich gestehen, habe ich natürlich überlegt, ob sich das Invest lohnt, weil es ist schon auch ein stolzer Preis. Wir sind zwar auf einem Startup-Gelände, aber nichtsdestotrotz, es ist schon ein guter Batzen. Aber schon am ersten Tag hat sich gezeigt, also das Publikum ist qualitativ super genial, also es passt genau dazu und hat wirklich alle Erwartungen bis jetzt, Tag 1, Tag 2, auf jeden Fall übertroffen. Also ich bin begeistert. Also wir haben auch Kunden, bestehende Kunden, die wir in den 3,5 Monaten aufbauen konnten, hier schon getroffen, konnten die begeistern. Neue Kontakte, richtig viele Kontakte, also mein Schädel brummt auch. Ich finde es genial. Wir kommen wieder. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Kemper, und viel Erfolg mit Ihrem Geschäftsmodell. Ja, Sie haben es gehört, Sie haben es gesehen. Wir haben jetzt wieder einiges dazugelernt. Webinare werden sich sicher durchsetzen, doch Online-Seminare von EthioDip sind jetzt schon auf der Überholspur. Frank Siepmann für eLearning Journal live von der LearnTech 2011 in Karlsruhe. Bleiben Sie dran.